Hallo und recht herzlich willkommen. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie vielleicht noch eine andere Anzeige, aber nee, herzlich willkommen zurück. Community Team of the Week. Vote for the NHL 22 Hood Community Team of the Week on the EA Forums before December 15th to be entered in a prize draw. Terms and Conditions apply. See EA Forums for Rules and Details. Joa. Dann votet mal, weil ich glaube, da kann man was Gutes abräumen. Letztes Jahr mein Gabriel Landeskog ins Community Team of the Week gebracht auf dem Weg. Ja. Back öffnen, Seasonal Rewards. Wir haben heute neue Meisterspieler vor der Nase. Bin sehr gespannt, wer dabei ist. Vielleicht brauchbarere als letzte Woche. Wäre nicht schlecht. Yes. Aber dann halt gleich zwei, weißt du. Letang und Richards. Ei, Kacke. Zwei Spieler, die ich wirklich gern hab. Müssen wir mal schauen, was wir da machen. Pass auf, wir holen erstmal hier das Premium-Pack noch mit ab. Wir haben 6.350 Münzen übrig. Belohnung abholen. Das würde bedeuten, Letang brauchen wir nicht. Da müssen wir aufpassen, Letang brauchen wir auf dem Papier nicht. Weil wir haben Letang ja schon. Wir haben Letang ja schon. Pass mal auf, meine Sammlung. Normal müsste Chris Letang ein Update bekommen haben. Und normal müsste dem seine X-Faktor-Karte jetzt auf 92 oder 93 hochsetzbar sein. Und das müssten wir halt ausnutzen. Oh, fuck yes. 1, 5, 7, 9, 12, 15, 18. Aber er hätte 92 danach. Boah, fuck. Aber ja, das ist genau das, was wir brauchen. Das heißt, wir können die alle dann endlich eintauschen. Landeskog kann weg. Weil Gabriel immer so ein Spieler ist, den ich gern behalte, weil der eigentlich hinten raus immer gut mit dabei sein kann im Vergleich zu Pavelski. Pasternak werden wir auch behalten. Wir haben hier noch ein paar viele Spieler übrig. Müssen wir mal gucken. Was da so ungefähr Sache ist. Pass auf, jetzt schauen wir erstmal nach Brad Richards. Meine Sammlung. Was denn? 16-Bit Heroes. Crystal Tank, Brad Richards. Bullies hat der. Dieb? Nee, hätte er nicht. Aber Herz und Seele hätte er. Herz und Seele nicht auch Ding? Genau, plus 3. Er hat 92 Bullies, das wäre halt schon nice. Präziser Pass. Ja, müssen wir uns überlegen. Jack Eichel hat natürlich auch noch mal was. Weil mit Jack Eichel ein bisschen ein Problem habe. Wie gesagt, ja, wir müssen jetzt sind wir so weit, dass wir schauen müssen, wie wir das deichseln, wie wir das Ganze jetzt umsetzen. Pass auf. Schauen wir erstmal, was es für Packs gibt heute. Wie gesagt, die Dinger hinzukriegen ist jetzt. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Die Dinger jetzt hinzukriegen, wieder die Packs zu machen, gleichzeitig auch die Power-Ups zu machen für Chris Letang, ist halt jetzt schon eine Herausforderung. Also da könnten wir schon ein bisschen in Probleme geraten, nenne ich es jetzt mal. Wir haben die Rivals-Belohnungen noch nicht einkassiert. Das passt. Besser ist gar nichts. Wenn wir nur ein Spiel gemacht haben diese Woche. So, jetzt pass auf. Was haben wir im Store? Wir können wahrscheinlich wieder zwei von unseren Weekly Packs ziehen. Limit ein blaues.
Ein Power-Up und ein garantierter Spieler mit 83 plus. Die haben wir auch noch. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. 16-Bit-Helden, 2 Spieler. Dann hat man das noch. Und da hinten ist noch ein Jumbo Elite Pack. 11x80 plus. 16% für einen starken Spieler. 9,5% für einen starken Spieler. Aber da sind halt 30 Objekte drin und das sind halt nur 20 Objekte. Ja, müssen wir schauen, was wir machen. Ich hätte da schon eigentlich Bock, dass wir da richtig reinsteigen und vielleicht das auch hindeichseln können, dass wir das, wie wir das brauchen, ne? Jetzt lösen wir erstmal die 10.000 Münzen ein hier. Genau. Schauen wir uns erst die Karten noch an, die es gerade noch gibt. Genau, jetzt haben wir hier alle Karten. Heroes Pack Week 2. Was haben wir denn noch hier? Bathgate Taylor. Gut, nichts, was wir irgendwie, wo ich sage, ja, brauchen wir unbedingt. Oh Mann, Flurry 90. Damit hätte man Torhüter Update. Ja. Wäre auch nicht schlecht. Shit. Steven Stamkos 91. Aho. Gibson mit 89 fürs Tor. Auch nicht schlecht. Den können wir kostenlos kriegen. Und dann natürlich die Ankündigung der Woche. Endlich die IIHF steigt mit ein bei NHL. Und ich hoffe, dass auch die KHL sich jetzt wieder traut einzusteigen. Wenn das der Fall sein sollte, wäre es Bombe. Wir haben jetzt alle Nationalteams, die so weit oder die in den höheren Ligen der IIHF spielen, samt dem Nationalteam Korea, was ich richtig cool finde. Genau, da kriegen wir eben in der Sache alle Trikots geschenkt. Das wird auch so sein, dass wir zu den World Juniors das Auswärtstrikot von Deutschland haben, das Heimtrikot von der USA. Einfach, weil unsere Mannschaft in der USA angesiedelt ist, also das dunkle USA-Trikot und oben das weiß-schwarze deutsche Auswärtstrikot. Und so wird es dann auch bei Olympia der Fall sein. Genau. So. Da kommen sonst keine Karten mehr dazu, wo ich irgendwie sage, ja, warum brauchen wir das unbedingt? Nee. Gut, pass auf. Dann schaue ich jetzt mal kurz, was wir im Store deichseln können. Genau. Ungeöffnete Packs. Fangen wir erstmal da an. Öffnen. Fangen wir erst bei den ungeöffneten Packs an. Jawohl. Ist okay. Könnte besser sein. Passt aber. Jetzt öffnen. Mini-Pack natürlich, ist ein bisschen unbrauchbarer. Kein Glück, es ist okay. Was? Jawohl, Brian Campbell, 87. Nice. Weiter. Das ist, so, sowas jetzt zu ziehen, ist absolut Bombe. Aus dem einfachen Grund, dass das einfach 3 Collectibles sind. So, Dougie Hamilton. Ah, könnte besser sein, ist aber okay, nehmen wir mit. Spielerpack. Ja, ist okay, nehmen wir mit. Könnte immer besser sein, klar. Aber trotzdem, Premium Spielerpack, weiter geht's. Nicht lange rumfackeln. Na. Stopp mal, da war Patrick Kane drin, 85, nice. Genau das, was wir brauchen. Alles, was irgendwie hoch ist, was man nutzen kann. Nutzen muss für die Packs. So, Mini-Pack. Und dann machen wir uns jetzt gleich an die ganz großen Packs ran. Mal gucken, was dann so möglich ist. Eisbären Berlin-Trikot. Swamp Rabbits ist okay. Passt. Alles gut. Sehr schön.
So, dann gehen wir jetzt auf den großen Store und holen uns da ein paar Packs. So, dann sind wir jetzt soweit. Haben die Coins ein bisschen aufgestockt. Wir fangen hinten an. Austin Matthews, 88 overall. Das sind drei Collectibles, wir brauchen ihn eh nicht. Wir haben den 91 schon. Deswegen danke an dieses wundervolle Objekt, aber wir brauchen es leider nicht. Ist aber auch nicht schlecht. So, dann kriegen wir jetzt hier einen Haufen Trikots geschenkt. Wo meines Wissens sind es die Heim- und Auswärtstrikots von den 8 Top-Teams der Welt. Kanada, USA, wobei Kanada hier mit mehreren Trikots vergeben ist, also nicht alle. Es sind nur 7 Teams. Schweiz, Schweden, Russland, Deutschland 4, USA 5, Kanada 6, Russland 7, Finnland 8. Warte mal, hä? Kanada, USA, Schweiz, Finnland sind 4, Russland 5, Deutschland, Schweden 6, 7. 7 Teams sind es, genau. Das heißt, es müssten 4 Kanada-Trikots dabei sein, genau. Schwarz, Rot, Weiß und nochmal Rot. Und dann aber hier USA, Heim. Das wird unser Heimtrikot sein, das wird dann unser Auswärtstrikot sein bei den internationalen Events. Weil ich einfach der Meinung bin, ich hätte es gerne so, dass das unsere Trikots sind dann. Ich habe mir auch schon überlegt, ob wir in den zwei spielen. Ich finde aber die weißen USA-Trikots tatsächlich nicht so schön wie die blauen. Deswegen, ja, blau-weiß zu Hause, schwarz-rot-gold auswärts. Genau, so. Dann machen wir doch jetzt erstmal hier weiter. Ein Power-Up-Objekt, das brauchen wir dringend. Das brauchen wir dringend. Wir können Letang hochpushen. Wir müssen Letang hochpushen. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Oh, das ist eine weiße Karte. Alter, haben wir Glück. Alexander Radulov, 87. Plus Power-Up, Bombe. Und Zibanejad ist auch noch drin. Nicer Scheiß. Sie helfen uns schon ein wenig, wenn wir Brad Richards jetzt hier aus so einem Pack rausziehen würden, was ich mir natürlich sehr erhoffe, dass das der Fall wäre. Valimaki C. Ist es Brad Richards im ersten Versuch? Nein, es ist Jack Eichel. By the way, die DL-Trikots sind jetzt auch neu. Sind jetzt auch drin. So, jetzt haben wir noch einen zweiten Versuch mit diesem Päckchen. Ich hoffe, dass er jetzt drinnen ist. Es ist nochmal Jack Eichel. Es ist doch... Oh, das ist richtig... Das ist richtig bitter. Das ist richtig bitter. Die Pille müssen wir jetzt erstmal schlucken. Aber es ist okay. So, wir haben hier ein Pack, was 30 Objekte kriegt. Jetzt müssen wir kurz ausrechnen. 8100 durch 850. Rechner. 8100 geteilt durch 850. Das sind 9 Packs. 9 mal 850... 7.650 bleiben übrig. Orlando Solar Bears. Alles an meine Sammlung senden. So, und jetzt müssten wir hier halt ein Pack finden, was ungefähr 300 bringt. Das ist zufällig das Jumbo Premium Pack. Das ist doch super. Unbedingt mit Glück gespickt, ist aber okay. Nathan Walker. Und jetzt, da brauchen wir halt einfach nur Glück bei dem Event Pack mit 850. 30 Objekte, mindestens 16 NHL-Spieler. Das ist so wichtig. Hauptsache es sind NHL-Spieler. Und die Chance, dass die Gold sind, ist relativ hoch. Wenn wir hier jetzt wenig Glück haben in diesem Pack, kann passieren. Kann immer mal passieren. Gesagt, 8 Stück haben wir noch. Wichtig ist es halt einfach nur Karten rausziehen, die uns theoretisch genügend Event-Objekte liefern. Fischer und Penguins, CHL-Trikot, schaut gut aus, by the way. Aber auch hier, ihr seht es, nicht perfekt das Set. Hey, wir würden mal Gretzky ziehen oder Lemieux, ja, dann wäre es vorbei, dann bräuchte man nicht weitermachen, klar. Aber das ist leider nicht der Fall. Oh nein, wir haben eine gewisse Menge von denen. Das ist ja beschissen. Gut, das wirft uns natürlich jetzt ein bisschen aus der Bahn. Dann machen wir jetzt mit denen weiter. Wir müssen da einfach hoffen, dass da was drin ist. Und Jumbo Elite Pack. Bukestead. Nee, da ist schon mal nichts drin. Haben jetzt unsere 80er Objekte. Die wir auch brauchen. Wollen wir auch nicht.
Das Pack sieht eigentlich nicht schlecht aus. McKinnon. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Und so weitermachen. Läuft gut gerade. Dann ist wieder eine weiße Karte. Boah, Alter. Junge, heute haben wir es, oder? Heute haben wir es. Jetzt das 87 McKinnon, 90 Flurry. Da müssen wir es halt, ja, 90 Flurry müssen wir überlegen, was wir da machen. Ob wir sagen, okay, wir behalten den. Oder wir sagen, nee, wir opfern ihn. Müssen wir mal gucken, was wir da machen. Das sollte es gewesen sein, weil dürfen wir da keins mehr ziehen dürfen. Nee, hab's befürchtet. Dann haben wir jetzt noch ein garantierter 83-Plus-Spieler. Können wir genau zweimal machen. Wir haben so einen Dusel, das gibt's gar nicht. 86 Philipp Forsberg. Ja, ist egal, es sind drei Sammelobjekte. Wenn wir Brad Richards hinkriegen damit, kriegen wir Brad Richards hin damit. Das ist mir vollkommen wurscht. Es wäre noch ein starker Center. Weil ich gar nicht sicher bin, ob wir Brad Richards fertig machen sollten. Ich weiß es nicht. Wir haben ihn nicht gezogen. Müssen wir unsere Center anschauen, ob wir da überhaupt noch Verstärkung bräuchten, theoretisch. Ja doch, Seagrass, Matthews raus auf dem Flügel. Das würde dann aber das Aus für Kane bedeuten zum Beispiel. Zumindest vorübergehend das Aus von Patrick Kane, drücken wir es mal so aus. Seagrass dann halt rausrutschen würde auf dem Flügel. So. So, jetzt haben wir das. Jetzt pass mal auf. Wie viel Spieler? Warum bin ich jetzt da hinten? Muss man eine extra Kategorie machen. Wie viele Karten haben wir über 86? Die, by the way, natürlich tauschbar sind. 9 Objekte mit über 86. Dann haben wir 12. Aus 12 kommen, sind es 14. Was haben wir für nicht tauschbare? Sagen wir mal, müssen wir jetzt auch umrechnen. Und da müsste auch noch ein paar drin haben. Eieiei. Das heißt, es kommen hier noch ein paar 86er dazu, theoretisch. Und zwar nochmal halt mal 24 Collectibles. Wir brauchen halt wieder 36 am Ende. Aber wie gesagt, wir hätten hier dann hiermit 24 Collectibles.
mit den Karten, die wir hier noch haben. Okay. ...24 Collectibles. Was haben wir mit den 83er Karten? Gut, würden die hier theoretisch noch reinkommen? McGinnis, Gilmore... Gut, wir hätten... Wenn wir die alle opfern... ...hätten wir 36. Ohne, dass wir irgendwie diese kleinen 83er angreifen. Die wir theoretisch trotzdem angreifen können, weil dann könnten wir Flurry und McKinnon auf, verkaufen. Dann hätten wir McCoins auch mal wieder. Für einen Notfall. Ach shit, wir brauchen noch 7 mehr für Ding. Damit wir Richards überhaupt haben. Lass uns mal nachschauen. Lohnt sich Richards wirklich? Zehn, 16, 22, 36. Funke. Funke gibt ihnen einen Boost. 20, 2, 2, 4, 4. Also 92 Beschleunigung, 95 Cheating, 91, 95. Protector könnten wir anschmeißen. Da hätte 99 defensive Bewusstsein. Oder wir haben das Glück und wir können Herz und Seele aktivieren. Dann würde Bullies um 3 steigen. Gladiator können wir auch kurz testen. Ich weiß nicht, was das bringt. Richard Kraft, ja gut, das ist nicht so wichtig. Und Zonenwirbel, leider Zonenwirbel kriegen wir nicht hin. Aber die 90 Tempo, das ist eigentlich ein solider Schuss für ein Center. Defensiv wäre halt auch sau stark. Das ist genau das, was uns aktuell fehlen würde in der Defensive, diese starke. Zusammen mit Trevor Siegers wäre das halt schon eine Macht hinten. Muss man sich überlegen. Wir hätten Jack Eichel, hätten wir noch. Aber der gefällt mir nicht so gut. Ansonsten könnten wir halt schauen, dass wir irgendwie vielleicht noch Chris Letang pushen können. Wie viele Sammelobjekte haben wir denn insgesamt eigentlich? Also Power-Ups. Weiß ich gerade auch nicht auswendig. Kommt noch dazu, das ist halt auch beschissen, wenn man das nicht weiß. Eins. Ja, schaut jetzt nicht so gut aus, wenn wir nur eins haben. Schaut jetzt tatsächlich nicht so gut aus. Wann können wir denn den X-Faktor einlösen? Können wir den nicht eigentlich schon einlösen? Ich dachte ja. Das Problem ist, wir bräuchten halt eigentlich eher einen Verteidiger als einen Angreifer. Wir könnten. Machen wir das doch einfach mal. Und
Ich sag, McKinnon können wir auch auf 90 hochpushen. Genau, die 80er hätte ich da jetzt mal aus dieser Versammlung rausgehalten. Wie gesagt, das Problem ist jetzt zum Beispiel mit Landeskog und KKG, ja, Pasternak ist so eine Karte, die wir pushen könnten, noch in Zukunft. Ah, das ist schon gerade nicht einfach. Wir können Flurry hinten im Tor hochpushen. Wenn wir jetzt nicht Wasilewski nehmen, kriegen würden, müsste man Wasilewski pushen eigentlich. Und auf den hält jeder so große Stücke. So, das 82 geht nicht. Und das andere, der Rest sind eigentlich Karten, die wir dann eben fürs Ding brauchen. Hierbei nur 83er Karten, siehst du? Okay, gut. Pass auf, ungeöffnete Packs. 10 Stück. X-Factor Choice. Jetzt auch mal ein bisschen Glück. Brauchen wir nicht. Verdammte Axt. Toll! Zu einem 84er machen, wenn wir ein Power-Up-Sammelobjekt opfern, nenne ich es jetzt mal. Nee, untradable will, das ist das Problem. So, ich finde das nicht vorgestellt. Ich habe gehofft, dass wir jetzt jemanden kriegen, den wir brauchen könnten. Nee, war nicht der Fall. Okay. Shit happens. Ansammlung senden. Bin natürlich jetzt auch am Überlegen, wie wir es machen, klar. Wir hätten 18 Power-Ups gebraucht.
Das Problem ist, du kriegst Power-Up-Objekte nicht so wie die Ding-Karten. Ach, wie heißt's denn? Die Event-Objekte. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob wir den Tank vielleicht nicht als Event-Objekt machen sollten. Wobei, nein, wir sind also eigentlich echt gut dabei, wenn wir Letang. Nein. Wir machen Richards. Punkt aus Ende. Wir machen Richards. Jetzt da. Das bedeutet, wir gehen jetzt erstmal in mein Team. Und das allererste, was wir machen in diesem My Team, ist, wir pushen McKinnon. Mit 3 Power-Up-Sammelobjekt. 1, 2, 3 auf die 90. So, und dann gehen wir jetzt noch schnell durch, schauen, ob irgendjemand anders. Seagrass 9, Kane 9, Ovechkin, Turcotte, Hughes, Giroux, Crosby, McDavid. Mit 4 können wir ihn auf 94 heben. Matthews, Dreiseitel, passt alles. Okay, gut. Seagrass. Kane darf dann raus. Seagrass kommt auch in Reihe 2 nach vorne. Aus Aufstellung entfernen. Da kommt Richards rein. Genau, dass da Richards reinkommt, wechseln wir die rein. Seagrass, Matthews nach hinten, Puljujärvi, McKinnon. Verteidigung. Jones. Lampenknipser verlieren wir. Also müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob wir den wirklich verlieren, den Lampenknipser. Wenn wir da hinten Chris Letang aufstellen. Speichern. Wir müssen den natürlich jetzt schauen, dass wir den jetzt erstmal höher pushen als der Rest ist. 85, 5 Objekte. Schau mal, Knipser haben wir schon mal nicht verloren. Okay, pass auf. Rang kaufen für ein Power-Sammelobjekt. Wenn ich das richtig sehe, dann müsste eigentlich noch 6 übrig haben, kann das sein? Rang kaufen. Ja. Das heißt jetzt, wir haben jetzt ein 86er Letang. Das heißt, wir. No, no! Oh, komm. Ich liebe es! Wir haben einen 86er Letang. Den können wir jetzt, wenn ich es richtig sehe, noch auf 88 pushen. 88 ist auch schon was, dann hätte man wieder einen starken Verteidiger hinten. Zumindest einen stärkeren, als wir lange Zeit davor hatten. Wie gesagt, wenn wir den dann auch noch auf das Niveau von Drysdale und Co. kriegen, passt es perfekt. Andererseits ist es eh Gold wert, wenn wir Letang eh schon wieder drin haben. Und wir wissen, dass er da ist. Auf 88 können wir ihn noch heben. Rang kaufen. Wir müssen eh schon 50.000. Doch für die 50.000, dann können wir ihn nämlich sogar auf 89 heben. Das müssen wir jetzt kurz schauen. Wenn wir da 50.000 reinbuttern können, weil wir 50.000 so Schnellverkäufe an Trikots und Coca-G machen können, wäre das Bombe. Pass mal auf, meine Sammlung. Spieler können wir nicht verkaufen. Aber so Maskengedöns und Nummern. Das schon.
wenn es da welche dabei sind, die unverkäuflich sind, ist mir relativ wurscht. 4600. Guck mal, wie viele schöne Trikots wir da haben. So viel Unbrauchbares. Ah, das muss man aufhören. Nee, das Deutschland-Trikot kann weg. Die brauchen wir nicht, alle nicht. Einziges, was nicht weg darf, ist das Deutschland-Trikot und das dunkle US-Trikot. 7100, das wird uns aber wahrscheinlich nicht reichen. Ah, wobei, da kommen noch einige Trikots. Weil die meisten jetzt hier auch untauschbar sind, wenn ich das richtig gesehen habe. Da haben wir notfalls noch Logos im Angebot. Alles mal weg damit, da hinten, ne? Verein ein bisschen leerer. 750 Münzen kriegen wir da noch raus. Schöne Rooster-Trikots. Sehr schön. Doch mal 1450. Spieler. Haben wir jetzt 2000. Das sind genau zwei Spieler, die wir schnell verkaufen müssen. Passt. Sehr schön. Damit haben wir 50.000. Das bedeutet, dass wir Letang nochmal auf 89 pushen können. Das ist doch Bombe. Nimmt unsere Verteidigung uns langsam wirklich Gestalt an. Das ist finde ich klasse. Finde ich absolut Weltklasse. Wie gesagt, Verteidigung war das aktuell, wo ich mal gesagt habe, Moment, ist eigentlich so unsere Schwachstelle. Aber ja, nimmt langsam Gestalt an. So. Nachdem der Schritt oder der nächste Schritt noch 50.000 Münzen kostet, nehmen wir die 50.000 Münzen. Somit hat Letang 88. Und mit den letzten zwei Power-Up-Sammelobjekten, die ich hier übrig habe, hat Letang 89. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Damit hat Dieb aktiviert. Was es eigentlich gar nicht braucht. Funke können wir hier noch jetzt aktivieren. Dann hätten wir 5 und 5 Funke aktiv. Ist noch ein bisschen schneller das Ganze. Und hier schick schon. Das ist ja natürlich das ultimative Update. Da bräuchten wir noch genau 3 Sammelobjekte, dass wir den hier kriegen. Aber wie gesagt, du kannst dich jetzt schon nicht beschweren. Dieb oder Magier? Na gut, Dieb haben wir halt aktiv, ne? Die ist halt gerade fürs Defensive sau stark. So, 89er Letang in der Verteidigung zusammen mit Lidström jetzt. Drysdale mit Darlin, Headman mit Makar zusammen. Ja, ja, müssen wir dann da sowieso alles neu anpassen. Wie gesagt, reinstehen jetzt hier kreuz und quer. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin jetzt so weit, dass ich die 4 Jungs tatsächlich in die letzte Reihe hinter verbannen, weil das, was dahinter steht, eigentlich nicht so weit hinten stehen sollte. So, damit das mal ein bisschen Sinn hat hier, wenn jetzt dann da Richards mit 92 noch reinkommt. Dann lebt nämlich tatsächlich die erste Reihe auch nur noch vom Namen her. Giroux, Crosby, McDavid, weil dahinter steht 92, 92, 91. 92, 92, 90. Aber ja, pass auf, Börse. Jetzt geht das los, was ich sage, was am schwierigsten ist, und zwar das Einlösen der Karten. Wir müssen jetzt alles verkaufen, was wir praktisch hier gesammelt haben jetzt in diesen 2 Wochen. Nachdem die Eichels eh untradable sind, weg damit.
Wie gesagt, also es war eigentlich Glück für uns. Oh, Seth Jones, wir sind soweit. Seth Jones verlässt uns heute. Das ist jetzt eine 86er Karte, die wir davor nicht mit eingerechnet hatten. Die jetzt dann natürlich da noch. Jetzt müssen wir aufpassen. Nachdem ich jetzt gerade gesehen habe, dass Theodore da auch mit dabei ist. Was jetzt mal schauen müssen, apropos, wie sieht es denn mit Herrn Theodore aus? Können wir den eigentlich schon auf 87 hochpushen? Ja, ja, können wir. Können wir. Gut zu wissen, dann ist der nämlich auch bald am Makar vorbei. Nur so nebenbei. Guck mal, setzen wir mal Forceback rein jetzt. Ich würde sagen, Flurry hat eine neue Karte bekommen. Kartendesign bekommen. Schaut gut aus. Steht ihm. Kane aus der Mannschaft rausgeflogen. Tut mir, muss ich ehrlich sagen, tut mir wirklich leid. Dass es da irgendwie nicht gereicht hat für Patrick Kane. So, jetzt müssen wir mal kurz schauen. Objekteingang. Wie viel haben wir denn schon? 21 Objekte haben wir schon. Mal die untradable sind. Matthews, Dreiseitel, Campbell. Ich sag, vielleicht haben wir das Glück, dass wir McKinnon und Co. ja noch verkaufen können für Power-Projekte. Ich würde Flurry auch gerne einen Push geben, so ist es ja nicht. Wie viel können wir den jetzt mittlerweile heben? 90 hier. 5 Objekte, 90. Ja. 5 Objekte sind halt im Schnitt ungefähr 150.000. Ist halt auch nicht billig. Wenn wir die Chance haben, dass wir irgendwie McKinnon und die normale Flurry-Karte so loswerden, ohne dass wir sie hier rein investieren müssen, wäre es halt auch nicht schlecht. So, sollen wir mal kurz gucken, haben wir jetzt hier alles. Wir hätten jetzt Ding noch dran. McKinnon und Flurry zum Eintauschen. Okay. Warten wir jetzt mal kurz ab. Weil wir haben ja hier theoretisch noch die Möglichkeit zu sagen 85er. Wir setzen hier 284 rein. Wo stehen wir denn jetzt? 30 Objekte. 42, 43 brauchen wir. Gilmer tauschen uns ein. Wie gesagt, das sind diese ganzen Karten, die wir nicht nutzen und nicht nutzen werden. Und da gehört, jetzt muss ich einfach mal sagen, Al McInnes auch dazu, deswegen schmeiße ich McInnes jetzt da mit rein. Of Zibanejad. Nee, Kane Stamkos lassen wir nochmal. Weil das sind nochmal zwei Karten, die zu den anderen zwei Karten dazukommen könnten, wo ich sage, ja, da könnte preislich schon was rausspringen auf dem Papier. Wenn wir die auf den Transfermarkt setzen.
38, 5 brauchen wir noch. Komm schon. Brauche jetzt echt die ganz kleinen Karten, um das aufzufüllen. Das gibt's ja gar nicht. Na gut, also Kane und Stamkos müssen dran glauben. Wie fehlen uns jetzt noch? Uns fehlen immer noch 4 Objekte. Das ist nicht cool. So, okay, ist dein Kost. Weg. Suchen. Mal können wir dann da schon McDavid reinschmeißen eigentlich, weil wie gesagt, wir brauchen McDavid dann nicht. Schon dran, hä? Ja. Weg. Weg. Wir können aus ihm nichts machen. Und dann sollten wir jetzt unsere 43 Objekte haben. Wir haben uns Flurry und McKinnon gespart. Alles an meine Sammlung senden. Alles an meine Sammlung senden. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt rüber auf den Herrn Richards. Sagen 7-mal bitte auffüllen. Set vervollständigen. Gehen jetzt auf ungeöffnete Packs. Okay. Objekteingang ist aber Objekteingang drin. Das ist so blöd gemacht. Das ist so blöd gemacht. Gefällt mir überhaupt nicht. Spielerinfo und Upgrades. Für 16 oder für 5 Objekte, jawohl. Weiter 5, 16-Bit Objekte. Sechs 16-Bit-Objekte. Jawohl. Für 6 weitere. Und im letzten Schritt sind es dann 14.
und sind genau noch 14 übrig. Mit Objekten kaufen, passt perfekt. So, und haben wir alles freigeschalten. Dann können wir hier umstellen auf Funke, Herz und Seele. Und da können wir nichts ändern. Sehr schön. Alles an Sammlung senden. Okay, und dann haben wir meines Wissens einen neuen Center für unsere zweite Angriffsreihe gebaut. Mit Brad Richards. Jetzt müssen wir kurz anschauen. Ich glaube nicht, dass wir tatsächlich... wir kriegen Herz und Seele wirklich nicht hin. Das gibt's nicht. Das kann nicht wahr sein. Man wurde immer noch mehr Bullies als Seagrass, der da mit 86 rumläuft. Aber gut, dann kriegt er halt Gladiator. Oder Protector. Ja, kriegt er Protector. Ist er gerade defensiv stärker unterwegs. Drittes Auge. Eile mit Weile. So, Fähigkeitenpunkte. Kann man, glaube ich, nicht so viel machen. Darlene hat Shutdown aktiv. Schneller Pick. Präziser Pass. Drittes Auge Seagrass. Drittes Auge, dann haben wir hier wieder Ding. Schneller Pick, drittes Auge. Ist okay. Bin gerade überlegen. Wir haben hier 40 Punkte verteilt, aber wir müssen ja irgendwo herkommen.
Ah, du hattest den schnellen Pick nicht aktiv, siehst du? Du hattest das dritte Auge aktiv. Scheiß auf den präzisen Pass. Wenn wir den machen können. Sie sieht um einen Punkt nicht auf. Ich hasse das. Stattdessen das dritte Auge aktivieren. Jawohl. Änderung speichern. Sehr schön. Wundervoll. Wundervoll. Du hast die Reihe ist immer noch stärker als die hier. Das ist eigentlich unsere zweitstärkste Reihe. Chukot ist eigentlich unsere zweitstärkste Reihe. Vielleicht sollte man das einfach mal probieren. Pass auf Powerplay. Nee, Powerplay. Brauchen Leute, die gut im Bulli sind. Angriff. Ah, Ovechkin steht da schon hinten. McKinnon. Mann Powerplay? Ja. Nee, das passt schon. Die Reihe im 4-Mann Powerplay ist okay. Als zweite Reihe, wo normal sollten wir eigentlich eh mit der zurechtkommen. Penalty Kill. Penalty Kill hat mir niemand mehr. Das ist Tigris und Richards dann hinten. Und statt Tigris steht jetzt da eben auch Richards. Dreimann OT. McKinnon. Jo, passt. Shutout-Modus. Du save nicht. Siebenundneunzig. Das heißt, wir müssen für dich jemanden finden, der nah an die 95 rankommt. 92, 94.
Ovechkin hat 95. Ja. Dann macht's Ovi. Zusätzlicher Angreifer. Ja, passt doch. Torhüter. Passt auch. Chefcoach. Bin ich auch noch zufrieden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aktivierte Synergien. Also wir haben Knipser aktiviert, wir haben Gladiator aktiviert. Funke ist aktiviert. Bombardiert ist aktiviert. Deep ist aktiviert. Und Protector ist bei 11 Leuten aktiviert. Why not? Ich glaube, dann haben wir uns sowieso eine starke Mannschaft zusammengebaut. In dieser 1 Stunde und 5 Minuten. Mal gucken, wie wir uns morgen dann bei Squad Battles so schlagen. Und ja, dann dürfen wir auch dann gleich schauen, wie es am Montag dann online wieder läuft. Ich hoffe doch wesentlich besser als letzte Woche. Aber ja, müssen wir gucken. Wir haben jetzt schon 300 Sets gemacht. Das ist noch nicht mal ein Vierteljahr rum. Ist auch gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt Schauen V. Ich verkaufe die restlichen Spiele noch. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüssikowski.